Weiter geht's mit SmackDown vs. Raw 2010. 2 Jahre ist es her. 2 Jahre. Ja, moin. 2 Monate. Wollen wir nicht übertreiben, ne? Wollen wir nicht übertreiben. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Umzug fertig. Ja, doch, fertig. Xbox steht jetzt hier. Die alte Xbox 360 steht jetzt hier. Ich habe fast alle Spiele hier schon drüben. Ah, da muss ich jetzt mal rein, ne? Ich habe vorhin noch SmackDown geguckt am 13.07. Ist geil. Und jetzt gehe ich rein in die Road to WrestleMania von Randy Orton. Ich kann nichts mehr, was Steuerung angeht, aber wir kriegen das schon hin. Ich werde auf die Fresse bekommen, aber dann kriegen wir halt gemeinsam auf die Fresse. Aber was soll's? Dann gehen wir jetzt rein. That's it. I took those two under my wing. I made them what they are. And this is how they repay me? It's time their little game ended. Warte, was? It's time I took back my title. But first, I need a little insurance policy. Okay. But who? Insurance police ist ja ganz nice und so, ne? Also Versicherung und so, ne? Aber waren wir da stehen geblieben? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Oh nee, ich habe danach nicht gespeichert. Scheinbar. Alles klärchen, die Sequenz hatten wir schon. Ich spiele mal weiter bis dahin, bis wir haben, ne? Ist klar. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, jetzt bin ich wieder up to date. Hoffentlich. Ich habe mich gerade noch an das optimale Ziel erinnert. Und zwar darf Orton nicht länger als 2 Minuten der legale Partner sein. Oh, was ist denn da zu laut? Priceless. Wie das mit Iron Fist? So, wir machen mal ein bisschen nachhelfen hier. Schon zu lange dran, okay. Ja, das Spiel ist ja gottlos laut, okay, dann muss ich mal ein bisschen dribbeln. Okay. Wow, Orton ist gut dabei. Orton ist schon. Der Taker ist gut dabei. Guckt ihn euch an, der gibt auch nicht mal mit. Jetzt komm ich raus. Geil. Ey. Bam. Das war ein geiler, war das ein Dropkick oder so? High Dropkick, mein Gott. Okay, bin ein bisschen langsam im Content, aber das krieg ich noch hin. Mach mal. Ich gewinne auch durch den Countout, ne? Das machen wir da so. Ich gewinne einfach durch Countout. Okay, es ist lame. Aber harte Zeiten fordern harte Maßnahmen. 6, 6, 7. Ja, du sollst ruhig innen auszählen. Alles gut. 8. Nein, ey, och Mann, er war schon bei 9. Ich mach das schon, Taker. So. Der hat schon Finisher kassiert. Mach ihn mal jetzt weg hier. Komm, mach ihn mal weg. Genau so. So, komm mal her, Cody. Bam. So, machen wir mal Tischchen weg. Muss ein bisschen Action für die Fans hier sein, ne? So. Schwuppdiwupp. Na, was soll denn das? Na, komm, und jetzt aber. Ne, ich glaube, das zerbricht den Tisch nicht, ne? Ne. Na, komm, und jetzt aber. Och Mann, ich krieg den Tisch nicht kaputt. Ist egal. Der Taker, ich glaub schon. 1, 2, 3, ab nach Haus. 1, 2, 3. Das war ein cleaner Sieg. Und ich war nicht länger als 2 Minuten der legale Partner. Mit Köpfchen spielen hier. Mit Köpfchen. Orton and Undertaker did it. They picked up the win. And Orton gains momentum going into WrestleMania. Oh. Ich glaube, ich krieg Line-Up. He'll need all the momentum he can get in that triple threat. Randy, look out! Ja. Das war klar. It looks like Randy Orton has killed the pain for WrestleMania. Hä? Warum rettet denn der mich? Okay,
DiBiase hier auch? Eigentlich sollte ich den Taker helfen. Hallo? We've seen this before. Oh ne, oh ne. Oh mein Gott! Unangenehm. Das hat geschallert. Listen, Randy. Was denn? We may have saved your skin tonight, but we only did it for one reason. Ja, für WrestleMania, ne? Match this Sunday. Na klar. At WrestleMania, we are going to kill your legend once and for all. Then one of us will be the new World Heavyweight Champion. Hochmut kommt immer noch vor dem Fall. We shall see. Alles klärchen. Sei 2 Minuten oder weniger legaler Partner. Na klar. Oh, was ein geiles Bild. Schon mal ein bisschen die... Kommt jetzt WrestleMania? Moment mal. Ja, nein, vielleicht? Doch. Okay. Randy wollte in dem Bild schon ein bisschen die WrestleMania-Arena-Atmosphäre aufsaugen. Geil. Ladies and gentlemen, we are here on the grandest stage of them all. The biggest event of the year. Biggest event of the year. It's great to be in Houston. Oh, ich weiß noch, ich Idiot, hab's dieses Jahr live geguckt. Im April. Und ich war gottlos tot in der Schule. Ich war so tot. Ich wollte einfach nur schlafen. Aber es war sehr, sehr geil. Tag 2 war grandios. Wer ruft mich hier an, ne? Your luck just ran out, Randy. Ja, die einzigen Leute, die hier Prügel bekommen, sind du und deine Leute. Also entspann dich mal hier. Dein Sohn und dein... Der Freund deines Sohns, das knallt hier. Okay, lass mich mal hier kommen. Yep, und... oh, Moment mal. Wie viele WrestleMania habe ich eigentlich noch offen? 2, glaube ich, oder? Oder eine noch danach? Shit, ich muss doch mal nachgucken. Naja. Legends Lumberjack Match. Oh. Uh-oh. Dusty Rhodes ist am Ring. Million Dollar Man ist am Ring. Und Undertaker. America. Geil. Geil. The American Dream. Stimmt, und Cody ist die American Nightmare. Geil. Natürlich lebt er in Palm Beach. Der reiche Sack. Wäre witzig, wenn der Take jetzt irgendwie so ein Straßenoutfit an hätte. Hat er nicht, oder? Hat er? Weiß ich gar nicht mehr. Hat er, glaube ich, nicht, ne? Nee, aber er sieht nach wie vor geil aus. It's a new day. Ja, ja, wir hören jetzt nochmal. Achtung, und selbes Lied nochmal. Ja, 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 ist okay. Jetzt kommt Randy. Bringen wir es hinter uns. Geil. Let's go. Ha? Ja, okay. Ja, okay. Ey, aber auch 2 in 1 ist jetzt auch wirklich unfair, ne? Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Oh, okay. Hoppala. Naja, Randy, okay. Und Spaghetti Legs? Ach nö, nicht dieser Pin. Nee, lass das mal. He's got him covered. Boah, okay, also, ich darf die Taste nicht hoch und nicht runter drücken. Merken, bitte. So. Yo, Jungs, ist ja okay, ne? Was für Cody? Alter, Alter, das ist aber auch wirklich unangenehm hier, ne?
Immer, Randy, du musst noch ein bisschen treffen, ne? Ein bisschen treffsicherer werden. Ungefähr so, so stelle ich mir das vor. Und der auch noch. Nein! Ich weiß nicht, ob ich jemals meinen Finisher hier aufladen kann. Ich glaube nicht. Lass mich los jetzt. Komm, lass mich los. Okay, es ist übel. Ja. Die kontern viel zu häufig. Der kopiert meinen Move, Penner. Ey, warum hat er den Move durchbekommen? Ich nicht. Aua. Okay. Ey, der arme Ref, what the fuck? Oh, warte mal. Ach komm, okay, dann nicht. Bye, bye. Och, die gehen wieder synchron rein. Nee, ist klar. Ich mach das, aber ich muss mich konzentrieren. Everyone's got a price. Everyone's got a price. Bam! Jetzt hab ich euch, langsam. So, der eine in der Ecke, der andere in die andere Ecke. Und jetzt los. Und eins. Und zwei. Nee, komm, lass das doch mal sein. Ich war gerade so gut dabei. Junge, Junge, okay. Es ist so krampfhaft hier. Mann. Nee, was? Ey, oh, nee. Oh, nee, lass mal. Hallo. Teamwork, das ist hier ein Handicap-Match, Mann. Hallo, reicht jetzt. Ich stehe auf, ich krieg den nächsten Move ins Gesicht. Ey, was soll denn das? Das ist ein Triple Threat Match. Es dürfte keine DQ geben, richtig? Es gibt eine DQ. Ach komm, ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. Piss dich. Wie, alle gegen mich oder was? Was ist das hier? Achso, da kommt auch direkt. Ach, Junge. Bam. Oh ja, hol ihn rein, komm. Bam. Hey. Wie soll ich das Match gewinnen? Kriege ich ein bisschen Hilfe? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das bestehen soll. Also, ich habe keine Ahnung. Schiri, 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen schneller ziehen, hallo? Schiri mag mir auch nicht, alles klar. Das ist hier ein 1 gegen 6 Match. 3 draußen, 1 Schiri drin, 2 Leute drin, perfekt. Ist das übel hier wirklich? Das ist so übel. Ich stell gleich die Schwierigkeit gerade runter. Kann ich nicht. Nö, kann ich nicht. Also. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Rope Break. Warum hat er gesagt, ich soll den Schwierigkeitsgrad hochstellen? Wichser. Sag ich so, wie es ist. Penner. Dümmste Idee. Hey, Witzka. Ist das übel? On top? Na, weißt du, wie viel ich gerade abbekommen habe? Signature Move? Jawohl. Kick seinen Kopf weg. Bam. Ne, das wäre mein Moment gewesen. Oh, nee, komm, jetzt aber. Komm, spiel bitte. Spiel, gib mir was. 1, 2, 3, ab nach Haus. Wer ist hier ein Macher, hä? Junge, ist das übel.
Oh, das war ein Knaller. Verdienter Sieg nach dem Nicky Match. But he has every right to celebrate after that performance. He's dirty, he's egotistical, but what a champion. Ja, ich bin Macher. Well done, Randy. Huh? I've never doubted your skills. You beat my son fair and square. Oh, was wird jetzt? I still have a little fight in me. And I think I owe you a little sum of it. Der meint das ernst. Wait! Did the Million Dollar Man just challenge Randy Orton to a match? It sounds like he still wants to teach Randy a lesson. Ey, okay. Darf ich ein paar Candlesticks nehmen? Oder ist es ein offizielles Match? Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Jadadi, jadadu. Jetzt gibt's einen auf die Mütze. There's a lot of things under the ring and all of them. Oh, Candlestick. Bam. Und eins. Und zwei. Yep. Bleib mal liegen. Ich enjoy das. Weiß nicht, was du meinst. Michael Cole. Bam. Viper. Ich habe schon viel zu viel Spaß mit dem Spiel. Ist das wild. Ach, ein Stuhl auch noch. Rein damit. Und bam. Und nochmal. Bam. So, wir beide gehen mal rein jetzt. Ha? Aua. Aber nicht nett. So, Signature Move. Rücken knacken. Bam. Oh ja, Nacken in dem Fall. So, let's go Orton. Let's go Orton. Randy Sachs ist immer wild, wirklich. Komm rein, Million Dollar Man, komm rein. Na komm. Er macht das extra nicht, weil ich einen Finisher habe, der Wichser. Nein, mein Finisher. Okay. Komm, gib mal einen Stuhl her, der ist nichts für alte Leute. Erstmal als Leute shamen, perfekt. Wo will er denn jetzt hin? Oder wenn denn das hier? Hallo? Oh mein Gott, ist das übel. Hau drauf hier, bam, bam, bam. Houston Guarded, weiß ich nicht. Einzige, der es noch hat, ist Randy. Och, er kontert immer, wenn es spannend wird. Na komm. So, Mr. Million Dollar Man, komm mal jetzt. Komm mal jetzt rein. Jawohl. Der wird gleich nicht mehr aufstehen. Hoffentlich. Ach komm, was ist denn das mit deinem Gesicht, mit deiner... Ne, Finger im Gesicht, was soll denn das? Oh, ein paar Chops. Oder ein Chop in dem Fall. Ey, okay, der geht direkt richtig auf jetzt. Was ist denn? Der wird ja richtig wild. Na komm. So, wir holen uns einen Candlestick. Oder war hier ein Hammer links? Weiß ich gar nicht mehr. War es ein Hammer oder was? Das war ein Hammer, ne? Sledgehammer. Ja, ja, ja. Triple H Spezialität. Das klang jetzt nicht so befriedigend. Nee, das auch nicht. Oh, das ja, das mehr. Was ist das? Ach, das war's? Road to WrestleMania von Randy ist vorbei. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Nein, wegkommen. Okay, I've had enough. There's nothing I can teach you, Randy. You are who you are. Sehr gut, ich hab gewonnen. Ja, ich bin halt Randy Orton, was willst du machen? You're one hell of a champion, kid. Der gibt mir die Hand? Ach, fuck it. Yeah, RKO, RKO. Why? I just don't understand that. Was für Randy, why? That son of a... Die Frage ist, why not? Und damit ist das Ding auch durch. Wen haben wir denn noch? Ich versuche mir dran zu erinnern, wen wir noch haben. Aha, speicher mal, ist wunderbar. Ja, 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 komm. Schön, schön, schön. Wem gibt's denn noch? Weiß ich gar nicht mehr. Let's see. Okay.
Habe ich nicht, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Okay, habe ich. Kann es sein, dass mir noch drei fehlen? Eins Spieler, mehr Spieler. Krieg der Brands. Oh, ich muss mal nachgucken, was ich noch habe und was nicht.